Willkommen zurück zur Apokalypse in Randalls Monday. Ja. Randall ist aufgewacht, nachdem er aus dem Knast ausgebrochen ist, ist endlich zu Hause angekommen und was soll ich sagen? Der Tod stand vor der Tür. Der nette Herr dort mit der Sense links. Und jetzt hat er herausgefunden, dass Sally die Übeltäterin ist, die die ganze Scheiße am Laufen lässt und die Welt untergehen lassen möchte. Bis dahin schauen wir mal, was passiert und ob wir sie aufhalten können, oder? Mal gucken. Jetzt hat sie uns natürlich gefragt, was wir von ihrem neuen Aussehen halten. Mal gucken. Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest, aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume hier hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Nicht wirklich. Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und alle 6 Staffeln von den Sopranos bei mir zu Hause. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game over. Schachmatt. Du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor 5 dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Ah, hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Na, dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die 4 apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Ah, fuck. Kommt schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen?
Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Oh, nee, oder? Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll's recht sein. Das Mittagessen ist gerettet. Brühe, wartet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Genau. Guter Punkt. Ich nehme die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Naja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. So, ja. Die brauchen also Frischfleisch. Es muss einen besseren Weg. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt Frischfleisch herkriegen. Ich kann jetzt nicht mit Nachbarn. Ich gehe runter auf die Straße, mal gucken, was hier unten abgeht. Ach du Scheiße. Seitengasse. Da ist der Penner. Hallo, welch wunderschöner Tag. Okay. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann... nach Antworten sucht. Der Hund ist weg. Und er sich dabei wirklich mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Oh mein Freund, ist das immer gewusst? Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast. Und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen.
Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich hab mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit's mir besser geht. Ich glaub, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst, besorg ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Und, aber was passiert, wenn... Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Nicht die Fernbedienung. Kriegen wir nicht. Ich muss eine kaputte Feuerkette. So. Ja. Tauben sind immer noch überall. Das Ding ist immer noch geschlossen. Oh, Murray. Ich glaube, wir sollten mit Murray reden, oder? Hey, Murray! Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Oh, Murray. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie, die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, sie sind, naja, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Murray? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis. Ja, klar. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Klar, Murray, du lebst. Tja, dann, ich bin weg.
So, Videothek. Geschlossen. Tür? Vielleicht kann man nichts da für mich drin. Okay, na dann los, Randall. Also der U-Bahn-Eingang ist ja eigentlich versperrt, ne? Und... ah, okay, wir kommen gar nicht irgendwo hin. Scheint dann wirklich alles sich nur noch um die Bäden hier zu drehen. Und wie wir die vier apokalyptischen Reiter dann zufriedenstellen, dass die uns helfen, das erfahren wir in der nächsten Folge von Randall's Mundi bei der Apokalypse. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.